Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Messtechnik an erneuerbaren Energienanlagen. Also gewissermaßen geht es um den Smart Meter Rollout oder eben auch um andere fernsteuerbare Messtechnik, also Zähler, Stromzähler, die an EEG-Anlagen, erneuerbare Energienanlagen, eingebaut sein müssen. Bei bestimmten Größen von Anlagen brauchen wir auf jeden Fall eine Fernsteuerung und wir wollen auch genauer wissen, was wann wie eigentlich eingespeist wurde. Also gibt es je nach Anlagengröße verschiedene Voraussetzungen. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, auch in anderen Videos von uns, der Smart Meter Rollout selbst ist nicht unbedingt das große Erfolgsthema in Deutschland. Wir hängen da ganz schön hinterher. Und dementsprechend muss da mal was passieren. Und ich möchte in diesem Video vor allem darauf eingehen, was die Bundesnetzagentur kürzlich Ende Oktober veröffentlicht hat in einem Positionspapier zur verzögerten Bereitstellung von Messeinrichtungen bei der Inbetriebnahme von EEG-Anlagen. So, denn wir wollen ja unbedingt Energiewende voranschreiten lassen. Wir wollen unbedingt Solaranlagen, Windkraftanlagen und so weiter en masse bauen. Wir wollen Speicher bauen. Wir wollen am Ende des Tages die Produktion und den Verbrauch und die Speicherung ordentlich aufeinander abstimmen können. Dafür müssen wir genau wissen, welche Energiemengen wann wo eigentlich vorliegen. Und wenn ich so Schulungen durchführe, ist das manchmal überraschend. Wir wissen das im Regelfall überhaupt gar nicht so richtig. Ne? Wir haben an den meisten Messstellen in Deutschland immer noch den klassischen Ferraris-Zähler, diesen alten schwarzen schweren Kasten, der ganz analog hochzählt. Oder wir haben irgendeinen zwar schon digitalen Display-Zähler, der aber genauso manuell ausgelesen wird, indem ich mich da vorstelle, ablese, aufschreibe und an dieser Stelle schon dreimal den Fehler machen konnte. Also das ist alles nicht besonders optimal und analog und dementsprechend auch nur selten. Ich habe meistens einen Messwert pro Jahr. Ich stelle mich einmal im Jahr davor oder der Ableser stellt sich einmal im Jahr davor. Das war's. Reicht natürlich nicht in einer digitalisierten Welt. Also muss hier was passieren, wir brauchen bessere Messtechnik. So, großes Dilemma ist nun aber, dass wir nicht nur die erneuerbaren Energienanlagen zu langsam zubauen, selbst die, die zugebaut sind, können öfters mal nicht in Betrieb genommen werden, weil die Messeinrichtungen fehlen. Also hat die Bundesnetzagentur nun gesagt, das kann so nicht bleiben. Ja, zur verzögerten Bereitstellung von Messeinrichtungen heißt ja, die Zähler sind nicht da, obwohl die Anlage selbst wahrscheinlich in Betrieb genommen werden könnte. Also, damit neu errichtete EEG-Anlagen Strommengen einspeisen können, bedarf es unter anderem des Einbaus der hierfür erforderlichen Messtechnik. Ne? Wir brauchen den Zähler durch den zuständigen Messstellenbetreiber. Ohne die Messtechnik ist eine Energiemengenerfassung, also die Zählung der eingespeisten Strommengen, nicht möglich und deswegen nicht statthaft. Darf man nicht. Gegenwärtig erreichen die Bundesnetzagentur vermehrt Beschwerden, dass der Einbau der Messeinrichtungen teilweise um Monate verzögert wird. Und das ist wirklich so. Das kriegt man an vielen Stellen mit. Ich bin ja selbst in so einer kleinen Bürgerenergiegenossenschaft, selbst wir kriegen das schon mit, dass Messtechnik, so wie auch viele andere Stellen in der Lieferung, eine echte Herausforderung ist und man sich darauf einstellen soll, anhand der Erfahrung von anderen Kollegen, dass es lange, lange dauert, im Zweifel Monate dauert. Das geht natürlich nicht. Also das ist absolut inakzeptabel. Messstellenbetreiber ist im Regelfall der Netzbetreiber vor Ort, der Stromnetzbetreiber vor Ort, das ist also das Stadtwerk oder der regionale Netzbetreiber, der auch die Messtechnik selbst macht. Oder es ist halt ein selbstgewählter Messstellenbetreiber, das können bundesweit tätige Dienstleister sein oder Startups oder wer auch immer. So, und die würden also entweder Monate brauchen oder auf die Anfragen, hey, bau bei mir einen Zähler ein, gar nicht reagieren. Wow. Die an sich erzeugungsbereiten EEG-Anlagen können also nicht einspeisen, da die Energiemengenerfassung nicht gemacht werden kann ohne Zähler. Die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur, unserer großen Aufsichtsbehörde, als Aufsichtsbehörde hat die Bundesnetzagentur eine starke Wirkungskraft, also ist fast wie gesetzgebend für unsere Branche. Die möchte hier verschiedene Klarstellungen treffen. Und also, man muss es halt ein bisschen verstehen. Diese Formulierung allein schon, ne? Die Beschlusskammer nimmt die Situation, dass nicht genügend Zähler eingebaut werden oder zu langsam eingebaut werden, zum Anlass, eine Klarstellung zu treffen. Das ist schon eine harte Formulierung für eine Behörde. Also hier gibt es schon richtig aufs Maul, könnte man sagen. Und wenn man dann auf diese drei Seiten geht, Stand 28.10. Ich werde mich hier mal ein bisschen zur Seite packen, so, dass ihr mich noch seht. Zoome auch mal ein bisschen ran. Ja, wenn ihr gerade was gehört habt, das war mein Hund, wie sie gehustet hat. Also, sie möchte jetzt hier Klarstellung treffen. Nachfolgende Klarstellung. Erstens, die
Nicht-zur-Verfügung-Stellung von Messeinrichtungen durch den Messnetzbetreiber in akzeptablem Zeitrahmen. Wir merken uns mal akzeptabler Zeitraum. Vereitelt die Möglichkeit der ordnungsgemäßen Energiemengenerfassung, die wir aber unbedingt brauchen, auch für die Energiemengenbilanzierung, ne, unsere Buchhaltung im Hintergrund. Die verzögerte Bereitstellung kann sich also im Ergebnis wie eine Behinderung des unionsrechtlich verbürgten Anspruchs auf freien Netzzugang auswirken. Das hier ist schon richtig hart eigentlich formuliert. Jeder, der eine EEG-Anlage anschließen will, genauso wie jeder, der ein Haus baut und dann angeschlossen werden will ans Netz, hat das Recht dazu. Und EEG-Energiemengen sind durch das EEG ja auch immer bevorzugt. Also die werden bevorzugt angeschlossen und auch bevorzugt Strom abgenommen. Wenn der Messnetzbetreiber sich nicht kümmert, verhindert er EU-rechtlich und bundesrechtlich gegebene Ansprüche auf Netzzugang. Ich darf ans Stromnetz angeschlossen werden. Das ist also schon mal böse vom Messnetzbetreiber, wenn das nicht macht. Dementsprechend, das EEG wird hier mit vorrangigem Netzanschluss und vorrangiger Einspeisung praktisch verhindert. Also EU-Recht und Bundesrecht werden durch den Messnetzbetreiber verhindert. Die Messnetzbetreiber haben also vor diesem Hintergrund im Rahmen ihrer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung, also im Sinne von, das müsst ihr doch sowieso machen, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Sie müssen jetzt alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um die Messtechnik kurzfristig bereitzustellen und in Betrieb zu nehmen. Ich möchte auch jetzt überhaupt nicht rumhacken auf den Messnetzbetreiber. Es ist nur wirklich kein Zustand, wenn wir nicht fertig angeschlossene, also fertig in Betrieb nehmbare Anlagen anschließen, weil die Messtechnik fehlt, weil das ist das Einzige, was fehlt. Ne? Wenn andere Dinge fehlen, also meinetwegen die Paneele sind geliefert worden, aber wir haben meinetwegen andere, wie den Wechselrichter zum Beispiel, andere erforderliche Technik ist noch nicht da, dann kann ich es verstehen. Aber wenn die Anlage selbst fertig ist und nur noch der Zähler fehlt, das geht nicht. Das kann einfach nicht der Zustand sein. Auch in der Vergangenheit, man hatte doch immer Zähler rumliegen für alle Fälle. Es kostet natürlich alles Geld, aber trotzdem, das war doch in der Vergangenheit auch nicht so das Thema. Es muss, also es kann vom Messnetzbetreiber also verlangt werden, eine lagermäßig vorhandene Messeinrichtung an eine fachkundige Person auszuhändigen oder zu übersenden, die dann den Einbau vornimmt. Das ist wirklich eine Feststellung, die ändert ein bisschen was, weil klassischerweise Messnetzbetreiber ist ja der Stromnetzbetreiber, der hat also seine eigenen Techniker, die das Gerät einbauen. Wenn es jetzt also ein Personalmangel ist im Stadtwerk vor Ort, dann kann der Messnetzbetreiber jetzt hier praktisch dazu gezwungen werden. Jetzt bellt mein Hund auch noch, weil die ist auch nicht begeistert davon, dass die Zähler nicht eingebaut werden. Das kann also der der Messnetzbetreiber gezwungen werden, einen bei ihm vorliegenden Zähler jemand anderem, einem anderen Techniker, zu geben, wenn er das also kann, wenn der zertifiziert ist, Zähler einzubauen zum Beispiel. Ne? Also ein Elektrotechniker jedweder Form. Damit können Personalengpässe beim Messnetzbetreiber gelöst werden. Krass. Ne, Installateurverzeichnis gibt es, also da ist dann schon mal der erste Weg, wie man die fachkundige Person finden könnte. Ist der Zähler nicht verfügbar, so muss im Rahmen ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung von ihm verlangt werden können, übergangsweise auch Geräte anderer Hersteller, die also so nicht vor Lager halten würde, anderer Bauformen, da geht es vor allem um den Anschluss vor Ort, also das Einbauen in den Zählerschrank oder notfalls und übergangsweise auch gänzlich andere Gerätekategorien bereitzustellen und einzusetzen, um eine schnellstmögliche Einsatzbereitschaft der Erzeugungsanlage zu gewährleisten. Also anders gesagt, hast du die Zähler vorliegen, aber hast nicht das Personal zum Anschließen, gibst jemand anderem. Hast du gar nichts vorliegen, besorg was anderes. Besorg irgendwas, was es am Markt gibt und dafür geeignet wäre. Auch wenn das nicht zu deinen Einkaufsrichtlinien bisher so gehört hat. Gewährleistet der Messnetzbetreiber das jetzt nicht, so wird der Anschlussnutzer oder Anlagenbetreiber als berechtigt angesehen, übergangsweise im Wege der Ersatzvornahme für den Einbau einer geeigneten Messeinrichtung zu sorgen. Anders gesagt, ich hole mir einen bundesweiten Dienstleister, der mir einen Zähler einbaut. Eine Überschreitung des akzeptablen Zeitrahmens, wir erinnern uns an den Anfang, dürfte bei einer Wartezeit von mehr als einem Monat ab Beantragung anzunehmen sein. Wenn der Messnetzbetreiber vor Ort es nicht innerhalb eines Monats schafft, einen Zähler aus dem Lager jemanden zu geben oder einen anderen zu besorgen, dann kriegt er hier richtig aufs Maul und ein anderer darf es machen und ein anderer wird dafür bezahlt. Uiuiuiui. Fachkundige dritte Person
wäre jeder andere Messstellenbetreiber. Ich sehe vor allem eine Gefahr, dass die großen bundesweiten Konzernmessstellenbetreiber dann sagen würden, nee, wir machen das jetzt einfach bundesweit und nehmen damit den Stadtwerken noch ein weiteres Geschäftsfeld weg. Ja, und dementsprechend ist das wirklich eine interessante Entwicklung. Na, hier geht es dann nochmal so ein bisschen um Kosten. Kann man sich jetzt also alles auch schön durchlesen. Dass die Bundesnetzagentur überhaupt sowas veröffentlichen muss, deutet schon darauf hin, dass wirklich was im Argen liegt. Wir haben wohl viele, 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 viele Erzeugungsanlagen, die auch wegen den fehlenden Zählern nicht in Betrieb genommen werden können. Dass nun aber so klar gesagt wird, hey, wenn ihr es nicht innerhalb von einem Monat ab Beantragung schafft, dann seid ihr raus. Das ist schon hart. Ich glaube nicht, bei vielen Messstellenbetreibern liegt es wirklich daran, dass sie es ressourcentechnisch nicht können im Moment und nicht, dass sie es nicht wollten. Muss man jetzt sehen, ob man dann über entweder, wenn es ein Lagerproblem ist, über Einkaufsgemeinschaften von mehreren Stadtwerken vor Ort das irgendwie vielleicht lösen könnte, vielleicht auch da das Personal in einem gemeinsamen Pool, Installateurpool vielleicht sehen würde. Oder ob es da auch die bundesweiten Installateurdienstleister sind, die da vielleicht eine größere Rolle dann spielen werden. Schwierig. Schwierig. Es ist nun auch so, dass jeder Messstellenbetreiber so seine Zählertechnik irgendwie nimmt. Jetzt wird man im Zweifel gezwungen, auch andere zu nehmen, die man nicht kennt, wo man keinen guten Rahmen-Einkaufsvertrag hat und ähnliches. Naja, wir wollen aber die Energiewende vorantreiben, also muss auch der Zähler da sein. Das ist schon heftig. Also mich hat es fast schon schockiert, das zu lesen. Ich finde es richtig im Sinne von Energiewende brauchen wir das, aber das ist als Wirkung in die Branche hinein ist das schon heftig. Also das hier ist geradezu eine Verwarnung an die gesamte Messstellenbetreiberbranche, dass die ihren Job nicht richtig machen. Und jetzt die Aufsichtsbehörde sagt, so habt ihr euren Job zu machen und wenn nicht, macht es einen anderen, einen dritten, einen Dienstleister und dann seid ihr euren Job irgendwann auch los. Huiuiuiui. Also das ist schon aufregend. Habt ihr selbst Erfahrungen in diesem Kontext schon mal gemacht? Also seid ihr vielleicht auch in einer EEG-Anlage unterwegs gewesen, wolltet die endlich in Betrieb nehmen und ging nicht, weil der Zähler gefehlt hat? Oder habt ihr Fragen und Anmerkungen dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.